Brüste machen lassen, Fett absaugen. Heute dreht sich alles um das Schöne. Und damit herzlich willkommen hier aus dem Glashaus in Worbis. Wir sind mal im Osten Deutschlands unterwegs und heute dreht sich alles um Schönheitsoperationen. Würde man selber das machen, wenn das Budget egal wäre? Ich bin wirklich sehr gespannt auf die Antworten hier heute Abend. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Wie geht's dir? Also mir geht's heute wunderbar. Da ich hier sein kann, das ist einfach nur wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Zu deinem 18. sogar. 18. Ja, im Glashaus. Hör mir auf. Wann heiratest du? Ja. Wann? 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 Am 17.02. In zwei Wochen. Wer heiratet denn im Februar? Winter. Warum? Einfach so? Ich muss eins sagen, ich liebe Finch. Der wird zwar nicht gespielt, aber ich liebe Finch. Ja, frisurtechnisch seid ihr auf einem Level ungefähr, ne? Ja, ich mache mir auch extra einen Fokuhila. Zeig dich mal ein bisschen von der Seite auf. Ich mache mir extra einen Fokuhila wegen Finch. Ab heute verändert sich alles bei dir. Meinst du? Absolut. Ab heute darfst du Auto fahren. Ja, jetzt geht's recht los. Saufen. Das mach ich schon so. Das sehe ich schon. Ja, okay. Der ist gerade noch voll dabei, der Fokuhila, aber ich bin nur wegen Finch dabei. Bist du so ein kleiner Fanboy? Hä? Bist du ein kleiner Fanboy, ja? Ich liebe Finch. Du liebst Finch? Ich liebe Finch. Schöne Grüße an der Stelle. Ich liebe Finch. Ich liebe ihn über alles. Würdest du, wenn das Geld egal wäre, irgendwas an dir machen lassen? Wenn das Geld egal wäre? Nein! Nee, sorry, ich glaube trotzdem nicht. Sorry! Nee. Würdest du nicht? Nee. Gar nicht? Schon? Hä? Du schon? Ich bin ja auch keine 18 mehr, aber ja. Schönheitsoperation. Ja, ja. Du je. Ja, wenn deine Frau jetzt oder Freundin morgen ankommen würde und würde sagen, du Schatz, ich hätte gerne Bock mehr, das eine oder andere machen zu lassen, wie würdest du reagieren? Ja, ich meine, es ist ja eigentlich ihr Körper, es ist ja ihre Sache, was du damit machen willst. Ne? Heute dreht sich alles um Schönheitsoperationen. Wenn das Budget egal wäre, ja, was würdest du an dir machen lassen? Nichts. Hör auf. Du bist wunschlos glücklich. Okay, also vielleicht würde ich mir ein bisschen Hyaluron in meine Lippen spritzen lassen, aber es wäre das Maximum. Wie sieht das bei dir selber aus? Du, bei dir ist rundum... Alles top. Ja, mega. Alles klar. Nicht besser sein, ne? Sehr gut. Ich bin einfach natürlich. Ja? Ja. Okay. Herrlich, magst du so ein bisschen aufgeblasene Lippen? Mhm. Schon? Ja. Weiß das dein Mann? Ja, aber er findet es nicht so gut. Heute geht es aber auch um Schönheitsoperationen hier in dem Video. Ich würde eine Fettabsaugung machen. Ist das so? Ja, ich bin ziemlich dick, aber... Ah, komm. Heute fallen die Hemmungen hier. Wie viel Kilo wiegst du? Über 100. Das war... 120 mehr. Mehr. Ja, ist ja okay. Ja. Also wenn egal, Geld egal wäre, würdest du Fett absaugen? Richtig. Wenn das Geld egal wäre, ja, Geld spielt keine Rolle, würdet ihr später mal irgendwann eine Schönheitsoperation machen? Ja. Ja? Ja. Was? Nase. Klar, würde ich machen. Was denn? Bauch. Und was noch? Und, Bauch nur. Bauch. Untenrum bist du zufrieden? Ja, klar. Ey, was findest du denn an deiner Nase nicht okay? Alles. Ich habe keine Freundin. Nein. Okay, stellen wir uns mal vor, du hättest eine. Was würdest du machen, wenn die damit um die Ecke kommen würde, wenn die sagt, ja komm, größere Brüste oder sowas wäre für dich okay? Okay, völlig okay, geil. Ehrlich, wäre völlig hemmungslos. Geil wäre das. Geil? Ja klar. Natürlich. Stehst du auf große Brüste, ja? Straffe. Ja, so eine Nasen-OP, das finde ich gar nicht gut. Nase? Ja, aber sonst wäre es mir komplett egal. Brüste vergrößern? Hä? Brüste wäre okay, wenn sie da... Ja, klar. Wie ist das bei dir? Ich glaube, es kommt drauf an, wie es mir in dem Moment geht, mit gewissen Körperteilen. Wenn das Geld egal wäre, du müsstest darauf keinen Wert legen, was würdest du an dir machen lassen? Boah. Keine Ahnung. Bist du wunschlos glücklich? Ja. Würdest du was an dir machen lassen? Ja. Was? Meine Brüste. Ehrlich? Und, warum? Also was findest du daran nicht okay? Ich finde die super. Ja. Aber größer geht immer. Alles klar. Darf ich das Mikrofon deepthroaten? Nein. Bitte. Hast du eine Freundin? Ja. Ah, wie lange seid ihr schon zusammen? Seit gestern einem Monat. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Eine Nummer größer, zwei Nummern größer. Ja, zwei Nummern größer. Zwei Nummern gleich. Na, eins, zwei, ja. Hast du eine Freundin zu Hause? Nein, habe ich nicht. Warum nicht? Läuft nicht, Bruder. Wenn die jetzt um die Ecke kommen würde
und sagen würde, Schatz, ich hätte gerne größere Brüste? Ja, da würde ich natürlich nicht Nein sagen. Natürlich nicht. Nee. Das heißt aber, du bist jetzt nicht ganz zufrieden? Schon. Schon? Also, man könnte noch was verbessern. Es geht heute um Schönheitsoperationen. Schönheitsoperationen? Ja. Würdest du was bei dir machen lassen? Bruder, mein ganzes Gesicht. Dein ganzes Gesicht? Ja, Bruder. Ja, deswegen bist du auch alleine, ne? Ja, Bruder. Safe. Absolut. Was denn? Meine Titten würde ich machen lassen. Heute geht es nämlich eigentlich um Schönheitsoperationen. Ja. Wenn deine Freundin jetzt um die Ecke kommen würde und sagen würde, Schatzi, also ich hätte gerne so einen richtig geilen Arsch, ich würde mir den gerne machen lassen. Ja. Was würdest du dann sagen? Hätte ich gesagt, du hast schon einen, mach's nicht. Also, es gibt natürlich Sachen, die man nicht so 100% mag, aber ich würde es trotzdem nicht machen lassen. Warum nicht? Weil man sollte zufrieden sein, wie man ist. Jetzt ohne Witz. Genießt ihr beide das Single-Leben? Naja, das sind seine Vor- und Nachteile, sag ich mal so. Ne? Also, was sind denn Vorteile? Ja, man kann eben feiern gehen, ne? Man ist eben... Und auch mal hier und da jemanden, ne? Ja, genau. Na ja, klar. Ja. Große Frau, toll, oder? Ja, große Frau, endlich mal. Bist du schon so ein Typ, der dir auf die Frauen zugeht und die anspricht, oder? Ja, eher nicht so. Eher nicht? Nee. Brauchst du mal einen kleinen Wingman? Ja. Bist du mit deinem Freund hier? Nein. Bist du Single? Geht so. Wenn das Geld egal wäre, ja, würdest du das bei dir machen? Hab ich erst. Hast du schon? Was hast du denn machen lassen? Meine Brüste. Weil ich finde so schöne Operationen, muss ich sagen, finde ich ganz so gut schön. Also mag ich nicht so. Nee. Magst du nicht? Nee. Weil? Nicht. Unnatürlich. Nein, ich finde so natürlich, finde ich besser. Wie lange ist es schon kompliziert bei dir? 7 Jahre. Oh Gott. Ja. So lange. Mhm. Das klingt sehr, sehr kompliziert. Aber ich bin schon wieder zu ehrlich hier. Ah, ja. Okay, darf ich fragen, welche Größe das jetzt ist? Naja, so EF. EF. Okay, was war das vorher? B. B? Ja. Da hast du aber ordentlich, da hast du ja nicht nur eine Nummer größer, da hast du ja gleich richtig zugelegt. Na, wenn dann richtig, oder? Wenn dann richtig. Ja. Na gut, würdest du was irgendwas machen lassen? Ja, mein Bauch weg. Bauch weg? Ja. Okay. Also Fettabsaugung oder so. Okay, noch irgendwas? Nö, ich. Sonst bin ich zufrieden. Sonst bist du zufrieden? Ja. Ja, das ist doch. Kannst du auch. Danke. Weil du vorher selber sehr unzufrieden warst, oder was? Oder? Aber jeder möchte doch schön sein, oder? Ja, warst du das für dich vorher nicht? Doch. Aber? Aber es sollte einfach schöner sein. Wie ist das bei dir? Das kommt darauf an, wie groß die Brüste vorher schon sind. Aha. Nein, okay. Nein, nein, um Gottes Willen. Eine Frau ist schön, wie sie ist, und Brüste, das sind nicht alles im Leben. Also eine Frau, die ist so oder so schön, ja. Wenn du einen Freund gehabt hättest, der das verboten hätte oder nicht gut gefunden hätte? Hab ich gehabt. Ehrlich? Ja. Und dann getrennt deswegen? Nein, nicht deswegen, okay. Aber ich hab's danach geholt. Ah, okay. Genau. Man nimmt ja Rücksicht auf den anderen. Wenn das Geld egal wäre, würdest du selbst bei dem was machen lassen? Nein. Du bist so zufrieden, wie du bist. Ja. Sagen wir mal, du hättest einen Freund, der würde sowas machen lassen. Würdest du das dem ausreden? Nö. Nicht. Soll doch jeder machen, wie er möchte, oder? Ja, das Problem ist, mein Bruder, der ist schon 40 und er hat so Schlupflider, das ist ganz böse. Und er hatte eine Brille aufgehabt und jetzt hat er sich seine Augen, also neue Linsen einsetzen lassen. Und jetzt sieht man das auch so richtig. Ja, da habe ich gesagt, Alter, lass dir deine Augenlider straffen. Ne? Ja, danke, dass du den kleinen Spaß mitgemacht hast. Gern. Und hoffentlich wird aus kompliziert endlich mal. Ja. Hoffen wir es, ne? Hoffen wir es, Beste. Dankeschön. So, das war's hier aus dem Glashaus in Worbis. Am Ende ist meine Stimme komplett hinüber. Ich kann kaum noch ein Wort reden. Ich hoffe, euch hat es trotzdem das Video gefallen. Schaltet beim nächsten Mal übrigens unbedingt wieder ein, denn dann sind wir bei Deutschlands größter Single-Party in Berlin. Seid sehr gespannt, was euch da erwarten wird. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Wir sehen uns.